Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir haben einen Problembahnhof. Und zwar den hier. Da fahren wir jetzt ganz kurz hin. Das gucken wir uns mal an, was da passiert. Das sah nämlich ganz witzig aus gerade. Reden wir nicht drüber? Wo ist er denn? Nicht da. Sehr schön. Komm mal nochmal wieder hierher, bitte. Ja, okay. Bitte sagen Sie jetzt nichts. Ruf kann nur einer sein. So. Gut, okay. Dann, alles auf Anfang. Also wir fahren da jetzt mal hin. Wir gucken uns mal an, wie dieser Bahnhof funktioniert dort. Denn dort war jetzt gerade eben sehr, sehr, sehr viel Verkehr. Und da wollte man andauernd immer irgendwelches Purified Water von dort holen. Was ja eigentlich totaler Quatsch ist. Also da sollte es ja eigentlich fast gar kein Purified Water geben. Zumindest nicht im Überfluss. Da müssen wir jetzt mal ganz kurz gucken, was da los ist in dem Quadranten. Was da passiert. Generell habe ich auch vor, mal noch eine. Ich muss mal noch ein bisschen planen. Vielleicht machen wir das heute. Es geht nämlich genau um diese Bahnhöfe hier. Warte mal, nee, der Bahnhof oder nicht? Wo war denn der Bahnhof? Der war doch irgendwo Stau. Stockenverkehr. Okay, machen wir Map nochmal an. Wo war denn hier eben der ganze Stau und stockender Verkehr? Ah, hier war das. Okay, Moment. Okay, dann müssen wir da oben hoch. Du hier. Fahr mal dahin. Bitte. So, volles Frachtinventar. Oh, ich fahre da schon hin. Okay. So. So, wie wir sehen, ist da nämlich staunstockender Verkehr hier überall. Und das liegt daran, dass der immer mal wieder ein bisschen was anbietet anscheinend. Was gar nicht mal. Was gar nicht mal so cool ist. Ich renne jetzt noch vor lang. So. Gut, also der bietet hier immer mal ein bisschen Flüssigkeit an und da will man hier 1K abholen. Und jetzt kriegt man die ganze Zeit immer ein bisschen was angeboten hier, was hier so kommt. Ja, also das ist ein kleiner Problembahnhof. Ein Problembär, sozusagen. Das liegt aber mehr oder weniger da dran. Steuerung an der Map. Momenten bitte. Copy. Teil da. Möchte ich gerne. Wo bin ich jetzt wieder? Wir haben. Das ist ein anderes Teil. Vergleichender Kombinator. Doch der. Bin ich jetzt schon wieder, jetzt bin ich schon wieder überfragt hier. Kombinator für Berechnung? Vergleichender Kombinator. Bin ich blöd oder was? Nee, keine Antwort auf diese Frage. So. Ist doch der gelbe, ist der blaue. Kombinator für Berechnung ist das. Ja. Muss ja. Ja auch. Die scheint es ja richtig zu funktionieren. Momenten. Nochmal was mal hier für einen Teil dran. Kombinator für Berechnung. Oh. Ja, dann ist das richtige Teil. Okay. Oh, den Kombinator für Berechnung. Okay. Gut. Ist ja nicht weiter schlimm. So, dann machen wir uns mal ein paar Kombinatoren für Berechnungen. So. Ein Draht über. Volterz habe ich noch in der Tasche. So, dann machen wir hier so, dann machen wir so. Und jetzt müssen wir wieder von hinten nach vorne und von oben nach hinten. Dann müssen wir jetzt hier die Pumpen alle anschließen. Die müssten dann nämlich jetzt so langsam alle dann einfach inaktiv schalten.
Theoretisch ja nicht. Ich glaube, hier muss ich jetzt Bedingungen noch setzen. Richtig, wenn irgendwas ja hier müsste ich jetzt theoretisch sagen, wenn irgendetwas größer 1 oder sowas, ne? Oder nee, wenn irgendwas, was ist das? Und da in den Pumpen drin. Ein Copy. Ich glaube, hier steht die Flüssigkeit drin, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wo bin ich denn? Genau, hier steht die Flüssigkeit drin und dann müssen wir jetzt Purified Water nehmen. Mal einmal durchziehen hier. So, und wenn jetzt ein Zug kommt hier, dann sollte jetzt bloß die Menge, die auch wirklich angefordert wird, hier rausgeholt werden können. So. Okay, ich frage mich gerade, warum ist hier so viel Flüssigkeit überhaupt? Okay. Find Water darf hier rauskommen, muss aber nicht hier rauskommen, ne? Also die, wenn die jetzt hier richtig arbeiten, dann nicht. Man sieht nicht in Flüssigkeit, wenn hier gerade ein paar, die arbeiten alle gar nicht. Warum haben die denn, arbeiten die denn hier? Okay. Na gut, okay, muss ich jetzt nicht ganz verstanden haben, warum die jetzt arbeiten. Aber ach, hier die arbeiten, okay, ja. Die arbeiten ja auch daran, dass da oben ein bisschen was hinkommt. Ja. Da so ein Teil dran ist schon. Dass er nur das abgibt, was er auch irgendwie abgeben soll. Müssen nämlich bei den anderen auch noch hinbauen. Dann ist, glaube ich, die Taktrate der Züge ein bisschen besser. Kann ich das nicht einfach. Warte mal, kann ich das nicht einfach von hier jetzt so. Immer da unten dran kopieren. Muss ich da aber schnell hinlaufen, glaube ich. Sonst geben die nämlich hier gar nichts mehr ab. Ich werde natürlich nicht dran kopieren, weil genau da, wo ich... Das kann ich zumindest schon mal kopieren. Den kann ich kopieren. Eine rote Leitung jetzt hier. Okay, den Bahnhof habe ich komplett kaputt gemacht. Das kann ich jetzt hier noch sagen. Da ist jetzt irgendwie alles kaputt. Oh, da müssen wir schnell mal hingehen. Den habe ich, glaube ich, jetzt kaputt gemacht. Der wird jetzt, glaube ich, kein Stück mehr in irgendeine Richtung funktionieren. Da sind ja sämtliche Kabel falsch. Oder zumindest nicht so, wie man es jetzt denken würde. Sogar noch hier einfach jetzt immer so der Einfachheit halber dorthin. Gut. Ja, also hier würde ich jetzt erstmal die komplette Verkabelung in Frage stellen, was hier soll. Also wird hier halt. Was ist denn hier miteinander verkabelt? Wo ist denn hier der... Wo ist denn hier der grüne Kabel dran?
treibt es da? Erstmal raus. So, rote Kabel gibt keine Ahnung. Ah, hier drüber dran. Okay. Die machen jetzt alle ja nicht mehr, weil die hängen jetzt an irgendeinem Kabel dran. Soll ich eigentlich dran hängen sollten? Hängen die denn da alle dran? Ein Quark. Ist ja erstmal egal, ob ich jetzt rote Kabel oder grüne Kabel habe, aber warum hängen die da alle mit dran? Das ist doch total blödsinnig. Dann geht's wieder an die Bunnen. Ja, echt. Das ist ja echt Wahnsinn hier. Ich weiß nicht, wo das Kabel hier lang geht. So, eins geht auf dem Mast auf jeden Fall. Kann man schon mal wegmachen. So. Ein Kabel von hier geht, keine Ahnung, hier irgendwie durch. Aber nicht an die Pumpe ran. An den Tank geht das ran. Der Tank. An den Tank ran. Der Tank geht an den Tank ran. Nee, auch nicht. Eine fette Kabel rum. Ja, an der sind verbunden, okay. Der ist ja nirgendwo mit verbunden, okay. Hier raus. Was ist denn wieder? Das geht kein rotes lang. Was ist das noch für eine rote Strippe hier? Wo geht denn die lang? Da sind die alle miteinander verbunden. Das ist schon mal gut. Achso, das Ding steht da noch nicht. Moment, das haben wir gleich. So. Was ist das für eine Verbindung hier? Was? Die Verbindung ist das. Bautechnisch eine Katastrophe hier. So, weil der da steht, wo der Mast sozusagen sein Dings hat. Jetzt habe ich das Ding abgerissen. Das ist natürlich auch dumm von mir gewesen. Und hier sitzt natürlich dann die Information weg, die da drin war. Oh Mann, 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 ey. Man kann sich die Welt aber auch echt beschissen schön machen, du. Das ist auch so beschissen gebaut, ne? Dass genau dieser blöde Mast quasi da drüber steht. So. So, jetzt machen wir hier nochmal. Jetzt machen wir hier ganz standardmäßig. Grüne Leitung ist für die Fässer. So, und der geht da drüber, da ran, da hin. Bietet der hier ganz normal an. Von mir aus 100.000. Nee. So. So, gut. Dann kommt der da hin, warum auch mich den da einmal abgerissen habe. Von hinten nach vorne, von oben nach hinten und von hier dann da an die Dinger dran. So, und jetzt will der wie viel haben? 42.000 Liter hat er gekriegt. So, dann hören die auch auf. So. Gott, warum war denn der so schlecht verkabelt hier, der... Ist ja auch nochmal so über Zickzack und wie nicht über alles. Das ist ja da oben auch so dusselig verkabelt. Das muss man unbedingt ändern. So, okay. So, wie viel gibt er denn jetzt an? Wie viel hat er denn hier jetzt? 23.000. Passt das? 2K pro 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 12. Das sind ungefähr 24.000. Ja, passt ungefähr. So, okay. Mann!
Wir machen uns das aber auch kompliziert. So, hier unten ist auch die falsche Schnur quasi gespannt, ne? Ja, so, also, aber hier haben wir erstmal die Schnur nicht. So, jetzt bauen wir den hier um. Der will gerade was holen, ist das nicht so schlimm? Tauben, ich habe deutlich mehr eingepumpt. So, und das ist das Problem, weil immer wieder ein bisschen was nachläuft, deswegen steht er denn jetzt hier Ewigkeiten. So, komm hier, fahr weiter. So. Ich mache mal ganz kurz aus diesem Teil hier, dann weiß ich nicht, ob er dann was anbietet oder nicht. Aber auf jeden Fall ist er, der hat die Netzer, die nicht. Von daher sollte der jetzt einfach als toter Bahn auf die kommen im System. So, dann. Ab dafür. Den da hingestellt. Moment. Den da rausgenommen. So. Moment, jetzt muss die roten Kabel, die da sind, erstmal wegmachen. So. Das rote Kabel geht da. Der war gar nicht angekabelt da, ne? Der Tank. Zum Beispiel. Der war auch nicht angekabelt. Oh Mann! So. Kabel alle weg? Gut. Dann copy. Jetzt könnte der auch anbieten hier. Und zwar müsste der jetzt anbieten. Naja, 43.000 sind da. Also 100.000 Liter wird hier abgeholt. So, gut. Kann auch sein, dass er früher kommt. Aber egal. Das hat mir ja schon beide gestört, dass die immer in Ewigkeiten hier die Züge dann in diesem Bahnhof drin stehen. Und dann die ganze Zeit warten, dass sie dann da rumklappern und sonst irgendwas, dass die gar nicht fahren. So, das hat ja auch immer dafür gesorgt, dass manchmal ab und zu halt die Flüssigkeit zwar dann in großen Mengen hier ankam und hier oben an dem Bahnhof dann da war, aber es hat halt ewig gedauert, bis sie dann transportiert wurde. Das ist denn sinnvoller. Die Produktionszeit ist die gleiche, aber sagen wir mal, es sind weniger Züge gleichzeitig unterwegs, aber steht denn Zug nicht Ewigkeiten im Bahnhof rum? Das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum ich das jetzt ich das nicht haben wollte. Wo bin ich denn jetzt überhaupt hier? Mal gucken, ob die überhaupt noch funktionieren, aber oder ob ich es jetzt ganz kaputt gemacht habe, aber eigentlich sollten sie funktionieren. Muss doch an sein, ne? Netzwerk-ID muss man natürlich umstellen. Stimmt, auffällig. Jetzt liefert die im falschen Netzwerk das Zeug an, aber wohl. Was steht hier drin? Na gut, ist eh in allen, aber. So. Okay. So, hier kommt jetzt gleich ein Zug her. Gucken wir mal gleich, wie viel er denn holen will, ob der 100.000 wieder holen will oder nicht. Wir sind hier drinne gerade aktuell. 116.000 sind drinne. Er will holen 101k. Zack. Und fertig. Inaktivität läuft. Und weg ist er. Zack. Und schon hat sich das hier wunderbar sozusagen erledigt. Gut. Okay. Funktioniert. Bahnhöfe modernisiert. Voll gar nicht nichts Sinnvolles. Also dann doch, es war schon sinnvoll. So, wieder mal an mir selber gezweifelt, aber okay, das kennen wir ja schon. So, der Zug, der steht jetzt hier oben, kann ich ja da mal hinterkant. Hier haben wir auch einen Zug, keine Ahnung, ob der jetzt da unten drin war. Aber auf jeden Fall hat er mineralisiertes Wasser transportiert. Oder Mineral Sludge, mineralisiertes Wasser. So, das bringen die dann alles schön fernsäuberlich hier oben hin. Zack, und dann können die hier nämlich schön, nehmen die Flüssigkeiten auf, hier müssen wir die Tanks vergrößern. Das werden wir gleich machen, da werden wir gleich hingehen. Ich kann auch, glaube ich, in meinem Inventar schon wieder ein paar von diesen Tanks herstellen. Ne?
ein Stück. Dann habe ich nämlich genug. So, gut. Ich würde sagen, Abfahrt. Wir gehen zum Zug und wir sehen uns in der nächsten Folge. Uiuiuiuiui, Tiffy. So, und dann machen wir uns, genau, da werden wir uns dran machen, nächste Folge. Ich werde mal gucken, ob ich das irgendwie geplant kriege, dieses ganze Kauderwelsch hier. Mit dieser Anproduktion und sonst irgendwas dergleichen. Ich weiß gar nicht, was hier für ein Gas jetzt abfallen, Nitrogen passiert jetzt auf Abfall, ne? Und die auch was, was wir dann eigentlich abtransportieren können zur Goldproduktion und so. Und hier kommen ab und zu dann halt mal Züge an, die holen dann halt mal ein paar tausend Liter Wasser ab, ich weiß gar nicht. Also auch warten, bis da mal 10.000 Liter liegen, dann muss ich nicht allzu oft fahren. Aber gut, Purified Water ist sowieso so eine Sache, die relativ selten angeboten wird. Ist da überhaupt welches Netz ist da eingestellt? Wahrscheinlich alle, ne? Ne? Zwei. Aber hier schon wieder Zug, nächstes Zug unterwegs. Und ab und zu scheint hier ein bisschen Überlauf an Purified Water zu sein. Von mir aus kann das jetzt ja abholen. Aber er sollte halt gleich rausfahren. Also der hat nämlich da. Also dieser Bahnhof, hatte ich nämlich gesehen, der hat nämlich für einen Rückstau gesorgt, dass quasi bis hier oben Züge drin standen. Dann hat sich hier gar nichts mehr bewegt. Und alles aber wollten von dem Bahnhof halt Flüssigkeit haben und die wurde halt nicht rechtzeitig voll. Weil immer wieder ein bisschen ein paar Tropfen nachliefen und dann ist die Inaktivitätsanzeige weggegangen und deswegen stand er da unten lang in dem Bahnhof und hat alles aufgehalten. Naja. War halt nicht so sinnvoll. So, warum leuchtet das da so rot? Was denn? Hä? Ein roter Punkt. Gut. Muss ich nicht verstehen. Eigentlich ist so ein roter Punkt, ist so eigentlich ein Angriff. Ach, da steht dann, da steht ein Turm rum, genau. Ah, alles klar, okay, ja, da steht ein Angriffsturm rum, der repariert werden sollte. Den habe ich da ja mal abgestellt. Mann, manchmal fällt dann Sachen noch hinein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.